Hooksiel in den vorigen Jahrhunderten ein Hafen von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Anfang des 19. Jahrhunderts war er Umschlagplatz für Schmuggelware, die vom damals britischen Helgoland eingeführt wurde. Die Packhäuser sind stille Zeugen dafür, dass es hier rund lief. Ende des 19. Jahrhunderts verlor der Hafen seine Bedeutung als Umschlagplatz und wurde Hafen für die Kutterfischerei. Am heutigen Tag werden hier Gaumenfreuden umgeschlagen. Dafür steht man dann gern in der Schlange. Oh, dieses Bier schmeckt. Prost! Für die Musik ist die Band Beltane zuständig. Das ganze Areal wird nach Eintritt der Dunkelheit in ein buntes Lichtermeer getaucht. Wir werden heute Abend eine Feuershow machen, wie fast jedes Jahr hier. Ihr müsst weiter zurückgehen. Das ist zu gefährlich. Ja, genau. Versuchen auf meinen Fuß drauf zu rollen. So, und jetzt lasse ich diesen Stab schön nach oben schnalzen und fange mit einer Hand auf und das sieht einfach gut aus. So, ich werfe noch ein. Oh mein Gott, jetzt wird's aber richtig heiß hier. Ganz schön warm hier. Ah, auflegen. Kinder, macht das nicht nach! Gleich danach das so beliebte Feuerwerk.
freiwilligen Helfern ist es wieder gelungen, Huxiel ins richtige Licht zu setzen.